709 Mitglieder zählt der aktuelle Bundestag. Das sind 111 mehr, als das Bundeswahlgesetz normalerweise vorsieht. Rund 100 Staatsrechtler aus ganz Deutschland haben sich deswegen mit einem offenen Brief an den Deutschen Bundestag gewandt. Sie fordern darin die Verkleinerung des Parlaments auf seine ursprüngliche Größe von 598 Abgeordneten. Laut den Staatsrechtlern beeinträchtige der Große Bundestag seine Funktion und führe zu zusätzlichen Kosten in Millionenhöhe. Der 19. Deutsche Bundestag ist mit seinen 709 Abgeordneten das zweitgrößte Parlament der Welt. Nur China hat noch mehr Sitze. 299 Plätze gehen an Direktkandidaten. Die Zweitstimmen entscheiden dann über die Mehrheitsverhältnisse. Wenn eine Partei aber mehr Direktstimmen erhält, als ihr nach den Zweitstimmenanteilen zustehen, kommt es zu Überhangsmandaten. Um diese auszugleichen, werden die Sitze immer weiter vergrößert. Die Staatsrechtler fordern deswegen nun eine Reform des Wahlrechts.